Moin Leute, grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Oh, das sieht aber richtig lecker aus. Das riecht auch vorzüglich. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Ich stand gerade am Fenster und da fährt der silberne Caddy wieder vorbei. Scheiße, ich glaube, der ist da wieder. Holy shit. Das war nicht geplant. Alter, Digga. Alter, was geht hier ab, ey? Frankreich ist so verrückt. Hä? Angehalten, ne? Jo, hier hat gerade ein Auto angehalten. Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Video der Frankreich-Tour 2.0. In diesem Schloss aus dem 13. Jahrhundert, was ihr hier seht, haben wir zu unserem großen Finale übernachtet und Unglaubliches erlebt. Einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr am Ende dieses Videos. Also stellt sicher, dass ihr wirklich bis ganz zum Ende schaut. Nun holt euch ein paar Snacks, macht es euch gemütlich und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Karre ist wieder vollgetankt und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nochmal richtig weit in den Süden reinzufahren. Wir haben ja gestern mehrere kleine Häuser abgeklappert. Wir wollen aber jetzt nochmal was richtig Geiles sehen, was Großes. Wir werden jetzt die wahrscheinlich, womöglich, den heftigsten Lost Place anfahren, den wir in Frankreich bisher erkundet haben. Vielleicht sogar noch krasser als das Schloss letzte Mal. Leon wird wieder komisch. Ey, wirklich, der Typ. Also. Das hat er irgendwie echt so ein paar Mal am Tag, so 5 Minuten. Ja, oder? Ja. Dann fängt er an, irgendwie komische Bemerkungen zum Drauen. Ich halte nicht mehr aus mit dem Kerl! Halt mal die F*** jetzt! So, 320 Kilometer müssen wir jetzt noch runterschrubben. Entschuldigung. Es regnet und. Sorry nochmal. Ey, ich wollte mich nochmal persönlich entschuldigen auch. Auch bei euch, Entschuldigung. Nehmt ihr es an? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es annimmt. Schreibt es in die Kommentare. Einfach mit dem Fahrrad auf der Autobahn, das kannst du nicht ausdenken. Die Franzosen, ey. Das siehst du echt nur in Frankreich. Moin Leute, grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tacos World und heute gehe ich mit euch zu einer ultra spannenden Location. Ja, und zwar stehen wir hier vor einem riesengroßen alten Schloss in Frankreich. Ich bin wieder auf Tour unterwegs mit dem Leon. Ja, hier ist direkt mal ein kleines Wohnmobil, was vor diesem riesigen Chateau steht. Schauen wir mal direkt einen Blick rein. Okay, das sieht doch schon mal etwas durchwühlt hier aus. Das Hauptaugenmerk liegt auf dieses Gebäude. Ich glaube, das wird um einiges spannender da drin aussehen. Ich muss nur mal so einen kleinen Blick auf die Straße da hinten werfen, weil da hinten, wo die Mauer ist, da seht ihr, wenn man da lang fährt, dann kann man hier alles eben beobachten. Ne? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Also das ist wirklich, wirklich faszinierend hier. Ich gehe aber einfach mal rechts rum, sodass Leon da links erkunden kann. Hier ist leider nicht mehr allzu viel drin in dem Raum. Hier liegt so ein alter Wäschekorb drin mit Klamotten und Decken auf dem Boden und auch so Baumaterialien. Ich weiß nicht, ob die hier vielleicht irgendwann mal das Ding renovieren wollten und das dann mittendrin abgebrochen haben. Das könnte natürlich sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal einer von wahrscheinlich vielen Kaminen, die wir hier noch finden werden. Aber wir gehen mal direkt weiter. Okay, also hier ist ein Schlafzimmer. Und was ist das? Ein Golf? Eine Golftasche ist das, ne? Kein Wunder, dass man hier auch wieder eine Golftasche findet. Bei Leuten, die viel Geld haben. Man sagt ja immer, Golf ist der Reichensport. Und das würde natürlich passen an dieser Stelle. Bei diesem riesigen Chateau mit dem Grundstück und so. Die werden schon ordentlich Geld gehabt haben. Hier eine Toilette. Mit noch einem Rasierer und
ganz schön viel ekligem Zeugs, was hier rumliegt. Oh, oh, das sieht aber richtig lecker aus. Das riecht auch vorzüglich. Das würde dem Leon bestimmt auch gefallen, auf jeden Fall. Gucken wir mal hier rein. Ach du Heilige, was ist das denn hier? Oh, guckt euch mal diese Badewanne an. Ich glaube, das ist eine voll elektrische Badewanne, die man noch neigen kann. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wahrscheinlich auch altengerecht, könnte ich mir vorstellen. Hier noch mit so einem Sitz da drin. Was ein Luxusteil. Daneben direkt eine Luxusdusche auch noch mit dazu. Ihr seht, man kann sich von der Seite auch noch anstrahlen lassen. Da würde ich natürlich die ein oder anderen schmutzigen Dinge drin treiben. Aber das ist dann natürlich nur für Kanalmitglieder. Die helfen auch immer extrem. Also falls ihr noch keine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen habt und auch das alles hier mal in Uncut sehen wollt, wie wir dann solche Dinge vielleicht auch womöglich benutzen, ja, dann schaut mal in die Beschreibung. Ja, das würde mir immer extremst helfen. Schauen wir mal weiter hier. Hier stehen alte Skier rum. Boah. Und ich glaube... Ach du Kacke. Oh, da müssen wir oben aufpassen. Da kommt nämlich richtig Feuchtigkeit durch. Ich glaube, das dauert nicht lange, bis hier der ganze Bereich eingestürzt ist. Boah, guckt euch auch mal diese Schränke hier an. Die würde ich mir glatt bei mir zu Hause reinstellen. Ja, auch mit diesen handgeschnitzten Zeichnungen da drauf. Guck mal, der Kerl, der hier drauf sitzt, hier eine Frau. Das sieht richtig, richtig fancy aus. Ja, hier ist schon komplett durchgeweicht. Trotzdem sieht die Location wunderschön aus. Guckt euch das mal an hier, dieses Bild, was da hängt. Mit dem Hund, der hier auf den Fluss blickt. Könnte sogar der Fluss sein, der hier direkt in der Nähe ist. Hier ist nämlich auch direkt ein Fluss, der hier entlang fließt. Boah, das sieht auch richtig geil aus hier, ey. Wie das Moos hier einfach schon über diesen Schrank drüber wächst. Wegen der Feuchtigkeit, die von oben runterkommt. Wunderschön, ne? Wenn die Natur sich alles zurückhüllt und das quasi so ineinander übergeht. Diese Unberührtheit, ihr seht, ja, dieses Geschirr, was hier steht, ist noch komplett unberührt. Aber das Moos wächst schon drüber. Unglaublich. Hier geht es sogar auch noch weiter. Ich guck mal, wo es hier entlang geht. Oh, das scheint hier die Küche gewesen zu sein, so wie es aussieht. Krass. Hier ist der Kühlschrank, glaube ich. Weiß gar nicht, ob ich den öffnen will. Okay, es sind noch Sachen drin. Ja, ich würde mal sagen, da könnte ich schon wieder kotzen. Da könnte ich schon wieder kotzen! Das ist schon spannend, ey. Hier das Urinwasser, was sie hier sich abgefüllt haben. Wenn so ein Schlingel wie ich komme, die auch was zu trinken haben, ne? Ja, guckt euch das mal an, Freunde. Da brauche ich eigentlich gar keine Worte. Die Bilder sprechen für sich. Auch hier wieder ein wunderschönes Bild an der Wand. Mit einem Mann, der in einem kleinen Paddelboot hier über diesen See schwimmt. Sehr, sehr schön. Das hier sieht fast schon aus wie so eine kleine Bar, die die hier vielleicht mal gehabt haben. Ich weiß nicht, ob das hier nur zur Deko diente oder ob die hier mal vielleicht wirklich irgendwelche Sachen drin hatten oder so. So, alles sehr, sehr edel, ne? Sehr, sehr edel. Hier werden wahrscheinlich auch überall mal Kronleuchter gehangen haben. Die sind höchstwahrscheinlich schon herausgeklaut. Aber das wird schon sehr schön gewesen sein. Ist es sogar immer noch, muss man wirklich sagen. So, das war's vom unteren Bereich. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt weiter nach oben. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt auch, warum die Decke dort so nass ist und das Wasser schon da durchkommt. Es gibt nämlich nur ein oberes Stockwerk hier in dem vorderen Bereich. Im hinteren Bereich, wie ihr sehen könnt, ist gar kein Stockwerk mehr. Ist dir aufgefallen, dass hier die Bücher deutsch sind? Du hast recht. Ewige Heimat. Ich auch. Oh. Das tat weh. Passt. Ich habe sogar gerade noch vorgelesen. Ich habe gerade hier noch gewerbliche Materialkunde, die Schmuck und Edelsteine vorgelesen. Ich bin so gewöhnt, in Deutschland unterwegs sein, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass das Deutsch ist. Hinten in dem rechten Schlafzimmer, ganz in der Ecke, das ist doch richtig schön. Ja. Da sind auch deutsche Bücher. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier Deutsche gelebt haben. Ja, hier auch dieses Badezimmer, super edel, mit dieser Armatur, sieht man auch nicht alle Tage. Hier ist ein Bild. Okay, also es ist irgendwo in Asien entstanden, aber in der Mitte ist ein Mann, der sehr westlich aussieht. Das könnte womöglich der Herr gewesen sein, der hier lebte. Der moderne Briefsteller. Krass, also hier ist so ein Buch, wo es darum geht, wie man richtig Briefe schreibt mit Anrede und so weiter. Auch in Deutsch, ne? Also vielleicht hatten die hier womöglich ihr Geschäft in Deutschland oder so. Das könnte natürlich auch sein, ne?
und haben deswegen sich deutsch drauf getan, dass es keine Deutsche waren, aber irgendwie geschäftlich oder so in Deutschland aktiv waren. Es ist auch alles deutsch, auch jedes Buch, jedes einzelne Buch ist alles deutsch, obwohl das hier ist englisch, aber hat glaube ich auch wieder was mit Schmuck und so zu tun. So, wenn Taco seine Kontaktlinsen nicht drin hat. Ja, Ähnlichkeit 10 von 10. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Warum? Ich stand gerade am Fenster und sag, ich hoffe, der silberne Caddy, der Typ, bla bla bla. Und da fährt der silberne Caddy wieder vorbei. Genau. Ist er vorbeigefahren? Ja. Kurz zur Vorgeschichte. Als wir das Grundstück dieser Villa gerade betreten wollten, fuhr ein silberner Caddy mit einem älteren Herrn an uns vorbei, der sehr neugierig schaute. Deshalb liefen wir noch eine Runde durch den Ort und ließen etwas Zeit vergehen. Doch auch dort fuhr er wieder an uns vorbei, sehr langsam und schaute neugierig. Deswegen waren wir besorgt, dass er uns auf der Spur ist und eventuell die Polizei alarmiert. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, wir beeilen uns jetzt ein bisschen. Ich werde nur das Spannendste raussuchen. Jetzt müssen wir ein bisschen Schnelldurchgang machen. Also der, oh mein Gott. Was ist das denn hier wieder für ein kranker Raum? Alleine der Stuhl, guckt euch mal die Verzierungen an. Das sieht aus wie aus dem Mittelalter, ey. Super krass. Jetzt habe ich echt Bedenken vor dem Auto. Ich will hier gar nicht zu viel jetzt an die Fenster mich bewegen, weil ich ja auch jetzt die Lampe hier oben dran anhab. Fuck, ey. Taco, ich brauche noch ein paar gute Shots für deinen Kanal. Ich finde bei dieser Location so schön, dass sie so eine Mischung aus noch gut erhalten und Verfall ist. Ne? Das da ist das beste Beispiel, diese Vase mit diesem Farn, was da rauskommt drin. Wunderschön. Pelzschale oder sowas in die Richtung. Eieiei, Robert Mark Lehmann würde jetzt ausrasten. Hier auch Modern Jewelry. Jewelry. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, hier wird irgendjemand in dem Schmuck-Business tätig gewesen sein. Mit 90% Wahrscheinlichkeit. Warst du hinten im Schlafzimmer? Ja, ja. Ist da in die Richtung was Spannendes? Ganz hinten ist noch ein schönes Schlafzimmer. Okay, dann gehe ich auch einmal schneller hin. Ich hoffe, dass wir uns gerade nicht zu viel Zeit lassen. Oh ja. Oh mein Gott, komplett in Rot. Die Wand, guckt euch die Tapete an. Hier kaum so epische Shots einfangen, weil ich nicht so an die Fenster so krass will, weißt du? Leon, ich meine, Tacos Kamera, ey, die ist ganz schön schwer. Oder ist das jetzt Leons Kamera oder ist das jetzt, bin ich Leon oder bin ich Taco? Ich bin verwirrt. Ich auch. Also anscheinend hat er auch irgendwas hier in Asien oder so gemacht. Vielleicht auch da Geschäfte gemacht, who knows. Boah, hier ist auch nochmal ein Zimmer, das aber ziemlich dunkel ist. Gut, hier ist schon ein bisschen Verfall zu sehen auch. Hier die Ecke, da stand bestimmt mal irgendwas drin, was jetzt nicht mehr da ist. Aber trotzdem krass. Ja, eine Dame. Sarah Moon. Mhm. Ja, also ich spreche jetzt aus Tacos Sicht. Ja, Sarah Moon, also die will ich auf jeden Fall. Mich unterhalten mit der. Ja, genau, unterhalten. Ich glaube, das Spannendste haben wir gesehen von diesem Gebäude. Es wird auch von Minute zu Minute riskanter, die wir hier sind. Weil wir natürlich nicht wissen, was mit diesem Auto ist. Machen wir einen Abgang, oder? Würde ich sagen. Let's go. Let's go. Mach noch einen Shot hier unten von dem Teich und dann packen wir die Kameras ein. Ja. Ja, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und gerne auch einen Kommentar. Das hilft mir immer enorm. Ja, mich würde interessieren, was ihr von dem Gebäude haltet. Und ob ihr ebenfalls der Ansicht seid, dass es da drin jemand gewohnt haben könnte, der seine Geschäfte oder seine Fingerchen im Juwelengeschäft hatte. Hast du ja, die Fotos genau, gesehen? In Asien, dass der da vielleicht irgendwelche wichtigen Geschäftspartner oder sonstiges hatte. Nur das Deutsche verstehe ich nicht.
Schweiz. Schweiz? In dem einen Buch stand irgendwie irgendwas mit Schweiz. Ich komme gerade nicht drauf. Okay, das erklärt auch das viele Geld, würde ich mal sagen. Ach, da kam die Leon-Lache wieder durch. Ja, ich kann auch nicht die ganze Zeit in Tacos-Rolle bleiben. Außerdem bin ich dafür gar nicht hübsch genug. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Location, meine lieben Freunde. Wir haben Frankreich nicht nur in allen Facetten kennengelernt, sondern wir haben sogar Französisch sprechen gelernt. Ja? Je m'appelle zum Beispiel. Oder weißt du sogar, wie man sich vorstellt, richtig? Bon Jovi! Ne? Ja, also in Frankreich begrüßt man sich mit Bon Jovi, das heißt so viel wie Hallo. Und Je m'appelle kann man eigentlich in jeden Satz irgendwie mit einbauen. Also das bedeutet so viel wie Ehrenmann oder Digger, Bro, sagt man dann so. Ne? Also ich sag zum Beispiel auch immer, Leon, jetzt lass uns doch mal was snacken, Je m'appelle. Mittlerweile viben wir richtig mehr mit den Franzosen, ne? Ja. Bon Jovi! Bon Jovi! Ah, es ist herrlich und guckt euch das hier an. Überall diese Höfe. Es ist einfach nur ein Traum hier, wirklich. 10 Minuten noch bis zum nächsten Ort. Ich bin gespannt. Ihr dürft es auch sein. Und dann gibt es, wie gesagt, noch das Highlight. Ganz zum Schluss seht ihr dann im nächsten Video. Leute, viel Spaß mit dem Rest dieses Videos. Krass, ey. Krass. Hier wurde schon sehr gewütet, ne? Hier wurde richtig gewütet, ey. Tja, es ist aber auch echt schwierig, bei solchen Orten mal der Erste zu sein, ne? Es ist leider in den seltensten, was heißt der Erste, aber einer der Ersten, dass man das noch schön sieht. Das ist leider echt in den seltensten Fällen so. Also meistens bekommt man nur noch so einen Anblick hier geboten. Ach, ich weiß nicht, ich finde solche alten Bilder irgendwie immer ein bisschen gruselig. Hier liegt irgendein Zertifikat. Detudes Primaeres 1905. Holy shit. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. What the fuck? Ich hab das Ding halt aufgeklappt einfach, ne? Alter, Digga. Alter, was geht hier ab, ey? Das ist gerade echt creepy irgendwie. Stell mal vor, das nachts bei einem Overnight, ey. Und dann hörst du diese Melodie. Das hört halt auch nicht mehr aufgefühlt, ne? Wenn man das bis zu Ende anhört, wird sie verflucht. Junge. Ich kann mir gut vorstellen, dass da mal ein paar Gewehre drin gehangen haben. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also wir haben auf jeden Fall auch sehr wohlhabende Menschen gelebt. Man sieht es noch an den Möbeln. Es ist halt auch ein riesengroßes Anwesen. Ich frage mich echt, warum es in Frankreich so viele solcher riesigen Anwesen gibt, wo einfach alles zurückgelassen wird. Ja, hier ist halt auch noch alles drin, ne? Guckt euch dieses ganze Porzellan an. Wahnsinn, ey. Hier wurde schon das ganze Besteck rausgewühlt. Hier auch. Wahrscheinlich in der Hoffnung, irgendwie Silberbesteck zu finden. Aber ich glaube, das ist kein Silber. Trotzdem
wunderschönes Besteck irgendwie. Ist auch echt noch komplett, dieser Kasten hier. Hier liegen noch irgendwelche Briefe von irgendwelchen Kreditinstituten. Ey, man weiß wirklich nicht, wo man irgendwie weitermachen, geschweige denn anfangen soll. Auf jeden Fall auch sehr gläubische Menschen. Hä? Doch angehalten, ne? Ja, doch angehalten. Sollen wir mal kurz raus. Scheiße, ey. Jo, hier hat gerade ein Auto angehalten. Und wenn man unser Auto da stehen sieht, ist natürlich klar, wo die Fahrer dieses Autos sind. Hörst du noch einen Motor laufen? Nicht mehr. Der will da durch, der kommt nicht durch. Oh, als ob. Soll ich hier warten? Willst du mir deine Kamera geben? Ja, komm mal mit, aber mit Kamera vielleicht. Oder bleib dann so also am Rand stehen vielleicht. Ist er doch weggefahren, ne? Jo, Leon geht mal kurz gucken. Das hat halt echt kurz angehalten. Dann einmal gehupt und ist weitergefahren. Okay, das Auto kommt wieder. Ich hoffe, das sind nur irgendwelche anderen Airbags. Ja? Kommt der jetzt wirklich wieder? Kommt der wieder? Hast du gerade wieder ein Auto gesehen? Ja, hier ist halt auch direkt die Straße dahinter, ne? Ich frage mich halt nur, warum der da hält und hupt und dann aber weiterfährt. Verstehe ich auch nicht, ey. So von wegen, ey, ich komme hier nicht durch, aber ich... Ach, behindert, ehrlich, da ist genug Platz. Jetzt kommt er wieder. Sicher? Ich höre nichts. Ich höre hier irgendwo noch Motor. Ja, das Ding hier ist halt auch nicht gerade klein. Also wir brauchen jetzt schon noch ein bisschen Zeit, aber man hört halt die ganze Zeit Autos, weil auf der anderen Seite halt auch direkt eine Hauptstraße ist. Okay, wir gehen jetzt wieder rein. Also wo war ich stehen geblieben? Es waren auf jeden Fall sehr gläubische Menschen. Wir haben hier so eine Jesus-Statue. Hier oben ist ein weiterer Jesus. Hier ist auch noch mal die Maria. Hier liegt noch eine alte Brille. Sagen wir, gehen mal hier einen Raum weiter. Auch alles voll mit Gemälden hier. Jetzt ist man natürlich irgendwie doppelt aufgeregt und vorsichtig. Hier steht auch so viel Zeug rum, ne? So viel Krimskrams. Auch hier das ganze Regal hier ist voll mit irgendwelchen Porzellan, irgendwelchen Gefäßen. Ich will mich jetzt auch nicht so lange an solchen Kleinigkeiten hier aufhalten, weil dieses Gebäude nicht gerade klein ist. Boah, hey, das ist unglaublich. Hier ist so viel Müll drin, ne? Okay, hier geht's in den Keller runter. Ihr wisst Bescheid, den gucken wir uns zum Schluss an. Und hier stehen wir in einer riesengroßen Küche. Okay, aber auch hier will ich mich nicht zu lange aufhalten. Hier an der Wand hängen ganz viele Familienfotos. Auch über der Tür wieder ein Kreuz. Also die waren wohl echt sehr, sehr gläubisch. Hier ist sowas wie eine Vorratskammer oder Wäscheraum. Da drüben ein ganzer Schrank voll mit Putzmitteln. Hier eine riesengroße Schuhsammlung. Und hier geht's raus auf die Terrasse. Ich dachte gerade schon, ich höre wieder ein Auto. Ich wollte aber gerade sagen, dass es auf jeden Fall Wahnsinn ist, wie man dieses Haus hier absichern konnte. Mit so stählernen Rolltoren hier. Ich frage mich, wovor die sich schützen wollten oder was man hier schützen wollte. Okay, das ist zumindest schon mal leer. Also das wurde auf jeden Fall noch, kommt trotzdem ein super krasser Gestank raus, aber das wurde auf jeden Fall noch leer geräumt, bevor dieser Ort hier aufgegeben wurde. Auch dieser Kühlschrank hier. Komplett leer. Ja, hier in der Küche, also wirklich. Hier ist alles voll, hier ist ein riesen Karton mit Tees. In den Schränken ist noch so gut wie alles drin. Ist aber auch schon sehr ranzig hier. Wir haben hier eine weitere Statue. Da ein Bild mit einem jungen Herrn in Uniform. Babyfotos, überall hier Familienfotos. Okay, aber genug von der Küche. Wir ziehen weiter hier durch dieses Esszimmer an der Kellertreppe vorbei. Und hier kommen wir in den Haupteingangsbereich. Hohoho, Leute, guckt euch diesen Kronleuchter an.
ganzer Schrank voll mit uralten Büchern. Hier liegt noch irgendein Pelz, wie so ein Pelzschal. Das ist auf jeden Fall noch ein halbes Tier. Man sieht hier sogar die Füße noch dran. Ja, hier ist die Haupteingangstür. Und das ist echt atemberaubend hier. Ein riesengroßer Raum. Gemauert aus Naturstein. Durch diese Tür ging es wahrscheinlich nach hinten raus in den Garten. Auch da ein Kreuz über der Tür. Wir haben da oben auf dem Schrank ein Kreuz und auch überall so kleine Nischen, wo Jesus-Statuen drin stehen. Da oben auch in der Ecke. Wie kann man denn so viele Jesus- und Maria-Statuen in seinem Haus haben? Hier ein Kleiderschrank. Kleines Durchgangszimmer hier. Alter. Wow. Was ist das denn bitte? Alter, Frankreich ist so verrückt. Ja, leider haben wir schon wieder ein bisschen Zeitdruck und wir wissen auch nicht, wann das nächste Auto hier über diesen Feldweg fährt und vielleicht irgendwie nicht da vorbeikommt. Wir kommen hier ins nächste Schlafzimmer. Es ist so der Wahnsinn, ne? Es ist so der Wahnsinn. Alter, was geht hier ab? Ja, Leon ist gerade in irgendeiner ganz anderen Ecke des Gebäudes und wir hätten schon wieder die Walkie-Talkies mitnehmen sollen. Aber wenn jetzt irgendwas ist, müssen wir den anderen erstmal suchen. Hier geht's weiter. Boah. Man wird hier wieder von jedem Raum erschlagen. Zwei große Kühltruhen, der ganze Boden bedeckt mit Klamotten, ein riesen Kleiderschrank da drüben, der noch eingeräumt ist, da oben drauf ein paar gruselige Puppen. Und hier hinten ist nochmal ein Badezimmer. Die frischen Handtücher liegen da noch. Und es riecht sogar wirklich nach frischer Wäsche hier drin. Hey, Leute, haut mir gerne ein Like unten rein, wenn euch das Video bis hierher gefällt. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr Videos aus Frankreich sehen wollt. Ja, das hier scheint einfach wieder nur ein Ankleidezimmer zu sein. Hier alles voll mit Porzellanfiguren. Die Klamotten hängen hier noch alle. Die Bücher. Irgendwelche handgeschriebenen Briefe hier. Also das Gebäude hier wäre auf jeden Fall auch was für Broken Window Theory. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt, aber da haben auch immer Leute dabei, die Französisch sprechen oder andere Sprachen. Und die finden auch die Geschichte raus, die hinter diesen Orten steckt. Boah, das ist krank, ey. Draußen wird es jetzt bald dunkel. Ich hoffe, wir können gleich noch eine Drohnenaufnahme machen. Also als ich das Gebäude von außen gesehen habe, habe ich nicht damit gerechnet, was sich hier hinter diesen Wänden verbirgt. Mir ist jetzt auch schon wieder übelst warm, weil hier oben unterm Dach ist es auch extrem warm. Auch hier will ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten. Okay, hier tropft aber auch schon das Wasser durchs Dach. Und hier hat auch jemand so ein Regenfass aufgestellt. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich hier irgendwie noch jemand drum kümmert. Außer einem Riesenhaufen Kartons und einer Menge Schrott. Ist hier oben auch nichts zu sehen. Dieser elektrische Rollstuhl hier, also auf jeden Fall auch ein Familienmitglied. Körperlich beeinträchtigt, war. Da ist ein weiterer Rollstuhl. Ja, und jetzt hört man es draußen schon donnern. Also ich glaube, es gibt bald ein Unwetter. Unzählige Kisten. Komplett voll mit Schallplatten und Büchern. Und in diesem Moment setzt der Regen ein. Man hört den Regen aufs Dach prasseln. Ein uralter Plattenspieler. Okay, das nächste wunderschöne Schlafzimmer. Hier oben wird es auf jeden Fall weniger mit den ganzen Kreuzen, wollte ich sagen. Ich glaube, über jeder Tür, in jedem Zimmer, hängt so ein Kreuz.
schon den ganzen Tag so ein wechselhaftes Wetter. Aber auf dem Weg hierher schien gerade noch die Sonne. Und jetzt scheint ein richtiges Unwetter über uns zu ziehen. Auf jeden Fall macht das direkt diese Stimmung hier sehr, sehr düster. Hier auf dem Flur ein riesengroßer Wandteppich. Sieht irgendwie arabisch aus. Und ein weiteres wunderschönes Schlafzimmer. Bild hier ist wie so ein 3D-Bild. Das steht so richtig raus hier alles. Diese Dächer und so. Das habe ich auch noch nie gesehen. Immer mal was Neues. Das Bild da drüben hängt komplett schief. Und da haben wir so einen Tisch, der sieht aus wie so ein Schultisch. Und diese Lampe, da sind wie so Kunstpflanzen drin. Boah, und es schüttet aus Eimern. Hier wird es nochmal krank. Ja, echt? Ja, wirklich. Ich glaube, dass der Bereich hier, dass das ein Anbau war, dass der später nachträglich dazu gekommen ist. Das kann gut sein. Ich glaube, als erstes stand wahrscheinlich der Turm, in dem wir gerade drin stehen. Das ist echt ein Turm hier in der Mitte, ne? Ja, dass der vielleicht aus ganz alten Zeiten ist und dann umfunktioniert wurde zu einem Wohnhaus. Stimmt. Und dass die dann halt auch diesen Bereich hier angebaut haben, ne? Ey, das ist eine richtig geile Vermutung. Dass hier früher einfach mal so ein Turm stand. Kann ja irgendwie so ein, eine Mühle könnte ich mir vorstellen. Ja, eine alte Mühle. Oder ein Getreidesilo oder sowas. Und dann dieses Haus hier draus gebaut wurde. Eigentlich eine richtig geile Idee. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber das, finde ich, ist eine gute Vermutung, weil das ist ja alles Naturstein gemauert. Und ich denke mal, diese Wohnbereiche, die wurden dann irgendwann hier dran gebaut. Was mir hier gerade auch noch aufgefallen ist, diese Türen, die waren alle alarmgesichert. Kennt ihr diese Teile? Hier an der Tür ist das Gegenstück und da oben, da läuft so ein Kabel lang. Und wenn man das Ganze dann scharf geschaltet hat und die Tür geöffnet wurde, dann hat man einen Alarm ausgelöst. Okay, Leon sagt gerade, ich soll mal herkommen. Was denn? Guck dir mal den Sonnenuntergang an, es fängt an zu gewittern und dann lass mal die Atmosphäre auf dich. Ja, es kommt leider, ja doch, man sieht's auf der GoPro nicht so gut rüber, aber da hinten ist der wunderschöne Sonnenuntergang, sein Urgroßvater. Aber es regnet nicht mehr so stark wie eben gerade. So, Keller ist nichts Interessantes. Da steht halt ein Auto drin. Leute, wenn ihr den Keller sehen wollt, schaut bei Leon rein. Ja, auch wieder so ein Objekt, wo man sich stundenlang aufhalten könnte. Wir haben keine Zeit. Es ist immer das Gleiche in Frankreich. Die Zeit rennt. Es geht so schnell rum. Ein schöner Ort nach dem anderen. Hier hinten ist eine Einfahrt, wo man von unten in das Haus reinfahren kann. Wenn Leon jetzt gleich fertig ist, brechen wir auf zu unserer letzten Location, zu einem wirklichen Highlight, wo wir einen Overnight verbringen werden. Das letzte Video der Frankreich-Tour. Seid gespannt, was euch da noch erwartet. Schreibt mir zu diesem Video gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir ein kostenloses Abo da, wenn ihr möchtet. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao. Nur wieder sagen, Gold-Content. Heilige Scheiße. Ich muss dich kurz in den Arm nehmen, Junge. Was machen wir hier wieder? Komm her. Ja, dann müssen wir darüber. Ja, ne? Ich komme und gehe. Vorsichtig sein.
Fuck, Alter, was machen wir hier schon wieder, Mann? Ich glaube, so habt ihr mich wirklich noch nie erlebt. Hallo? Also mehr Horrorschloss-Feeling gibt's nicht. Abbruch.